Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute wieder mal mit Michael Myers unterwegs. Und mein aktuelles Perk-Setup. Eiserner Griff, Geflüster, Fanatophobia und Pirscher. Ja, wir sind wieder mal bei Mutters Behausung, der neuen Map. Naja, nicht mehr ganz so neu, aber sie ist etwas neuer im Gegensatz zu anderen Karten. Und ja, haben 4 Überlebende mit im Spiel, was schon mal gut ist, weil viele Leute ab und zu auch disconnecten. Ah, da kann man nicht durch. Boah, läuft. Und läuft. Das ist krass. Schon so schnell ein Gen fertig. Wenn das mal kein Insta... Hey, was geht? Da haben wir den ersten schon. Na, wo seid ihr? Denkst du, ich sehe dich dahinter nicht? Du kommst schön unten in den Keller rein. Komm, zappel mal nicht so viel rum. Eiserner Griff ist natürlich wieder mal dabei. Allgemein darum, dass ich mal mehr Leute oder so rankriege an die Haken. Weil ich sonst nicht immer da so gut dabei bin. Aber ich versuche das immer besser zu machen. Da hinten wurde ein Gen verkackt. Ah, wir gehen zurück. Ist Jack immer noch unten? Nee, unten ist er nicht mehr. Bin immer noch Stufe 1. Nein, es ist immer so. Ja, komm. Ach komm schon. Wollen natürlich nicht verlieren. Nein. Oh, dieses kurze Schlagen immer von... Ich bin wirklich nicht der Beste mit dem Killer. Alles klar. Jetzt habe ich ihn erst, ey. Bis ich immer Leute rankriege, ey, vergeht eine halbe Ewigkeit immer. Das ist richtig ätzend. Weil dann auch immer ein Haufen Paletten umgeschmissen werden und alles. So, zerstören wir hier mal die ganzen Paletten. Flüster ist immer noch aktiv.
Was stalken wir den da oben die ganze Zeit mal? Ja, den stört das nicht. Das war eine dumme Idee. Wenn, dann macht man das mit still und leise, oder wie der Perk heißt. Und macht das dann so, dann ist man deutlich leise, schnell und leise. Und macht das so, anstatt da laut in den Schrank zu springen. Boom! Und da liegt der nächste. So, da vorne ist gleich ein Haken. Wieder mal, wie gesagt, eiserner Griff am Start. Ist auf jeden Fall dann leichter, die Leute an den Haken zu bringen. Hängen wir ihn auf. Zack. Und gucken einfach mal nach anderen Leuten. Da hinten hat einer einen Gen verkackt. Ja, näher, ich hab dich gesehen. Boom! Wo ist er denn hin? Da. So, schaffe ich's bis ins Basement? Bin mir nicht sicher. Ja, ich trage sie lieber da hinten hin. Safe wenigstens. Dass ich das schaffe. So, treten wir hier gegen den Generator gegen. Und gehen da hinten mal zu den beiden zurück. Der andere wurde ja gerettet. Na, wo seid ihr? So, auf jeden Fall Stufe 3 ist jetzt zu Ende wieder. Keine Rennspuren. Auf jeden Fall, Geflüster ist aktiv. Hier müssen sie also irgendwo sein. Ich will nicht unbedingt campen. Aber ich habe so das Gefühl, dass die hier hinten sind, irgendwo. Wo ist der? Okay, der läuft gar nicht. Ja, okay, gut. Einer hat gerettet. Ah, jetzt bin ich schon wieder auf dem Drang zu tunneln. So, sie lassen wir liegen. Okay. Treten wir hier nochmal gegen. Flüster ist aktiv. Heißt, hier muss ja irgendwo noch Jack sein. Hilfe. Ihr wurde hochgeholfen. Zack, Nia liegt. Feng Ming. Da läuft. Laufen wir ihm hinterher. Komm schon. So, Blutrausch. Ah, dieses 360s, die Leute können's.
Oh, währenddessen ich hier... Ah, oh, komm schon. Es ist doch... Jetzt habe ich dich. Komm her. Dich hänge ich als erstes auf. Zur Not campe ich dich auf. Es war scheiße campen, aber... Was? Das ist wieder... Ich hasse Leute mit einer Taschenlampe. Ich hab schon gesagt. Kann ich ja nicht mal stalken. Okay, lassen wir von ihm ab. Suchen wir den anderen. Man, hier auf jeden Fall mal die Palette kaputt. Treten hier gegen Generator nochmal gegen. Geflüster ist nicht aktiv. Der Generator steht still. Geflüster ist aktiv. Hier muss also irgendwer sein. Okay, hier hinten ist keiner. Da ist ein Generator. Da ist er. Da ist Ace. Okay. Dann machen wir hier die Palette kaputt. Wird's interessieren, wer da jetzt schon wieder verkackt hat. Klatsch. Haben wir einen. Ja, es ist... Na, wer ist es wohl? Fehlt dir eine Palette? Wieso nicht? Ja, es hat funktioniert. Nach den Ohren hören. Nach dem Gehör gehen. Jack, hängen wir auf. Und dann holen wir uns die anderen zwei. Okay. Geflüster ist auf jeden Fall aktiv. Heißt, wir suchen mal Ace. Ja, es ist mal das Problem. Jack will ich und wollte ich jetzt unbedingt haben. Und die anderen zwei, die kriege ich hoffentlich auch noch. Okay, der hat aufgegeben. Da ist noch eine Palette, die wir zerstören können. Dann können sie da nicht mehr drüber jumpen. Geflüster ist immer noch aktiv. Hier nochmal gegen den Generator treten. Da... Ist jetzt einer durchgesprungen. Okay. Kommt schon. Wo seid ihr? Ich will euch doch... Ich will euch doch nichts Böses tun. Naja, vielleicht schon, aber... Vielleicht lässt man sich ja auf einen Kompromiss ein. So, warte mal, gucken. Da ist ein Generator. Ein Generator bloß noch auf der Karte. Hier nochmal die Palette wegmachen. Flüster ist auf jeden Fall aktiv. Von hier oben mal.
Okay. Das ist jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel. Gehen wir mal zu dem Generator zurück. Klatsch. Gehen wir sofort auf und hängen wir an den Haken. Ich glaube... Ach so, scheiße. Er war ja schon weg. Ist ja durch Jack passiert, dass der da weg ist. So, komm, schaffen wir noch? Ja, klar. So, auf jeden Fall wirkt jetzt auch Phanatophobia. Lief bestimmt davor auch die ganze Zeit schon. Ich hab's bloß nie bemerkt. So, treten wir hier nochmal gegen den Generator gegen. So, da ist noch ein... Ah, wir gucken da hinten mal zu dem Generator hin. Nein. Wo ist die Feng Ming jetzt? So, hier geht Geflüster aus. Heißt, sie muss ja irgendwo hier hinten sein. Hier ist Geflüster wieder aktiv. Der Generator wird immer noch zurückgesetzt. Irgendwas... Keine Ahnung warum, aber entweder ist es schon bei der Hedge, dass sie da die ganze Zeit zurücksetzt, bei der Hedge wartet, oder hatte ich da nicht gerade eben noch gegengetreten? Hier mal in den Schrank. Aber warum ist Geflüster nicht aktiv? Der Generator wurde ja gerade eben wieder repariert. Okay. Mal gucken bei dem. Nein, ich glaube, sie sucht die Hedge jetzt. Oh, sie hat die Hedge gefunden. Okay, sei ihr gegönnt. Die anderen drei haben wir ja bekommen. Und ja, war an sich keine schlechte Runde. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, schreibt was in die Bewertung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.